Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Senator ehrenhalber Professor Carlo Giersch. Rund 13 Millionen Euro haben er und seine Frau Karin über ihre Stiftung an die Universität fließen lassen, um das hochmoderne Giersch Science Center auf dem Riedberg zu errichten. Anerkennung gab es dafür heute von Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der Giersch zum Dank eine Ehrenplakette des Landes Hessen überreichte. Sehr zur Freude des Geehrten. Man muss was bewegen und hier hatten wir die Gelegenheit, das zu tun und sind auch sehr zufrieden damit. Einfach das in Bewegung kommen und die Mittel, die es, haben Sie ja gehört, die daraus resultieren, übergeben wir der Jugend, die die Zukunft bedeutet, aber auch der Jugend, die nicht so viel Geld hat, dass sie aus freien Stücken studieren können, Doktoranden machen, also promovieren können, denen wollen wir auch helfen. Das Giersch Science Center auf dem Campus Riedberg umfasst zwei Gebäude. In unmittelbarer Nachbarschaft zum bereits 2007 bezogenen FIAS, dem Frankfurt Institute for Advanced Studies, werden in ihrem nahezu baugleichen neuen Domizil künftig die Wissenschaftler des Projekts HIG4FAIR, interdisziplinäre Grundlagenforschung, betreiben. Da geht es um Themen, die kann man kurz zusammenfassen, von Atomkernen zu den Sternen. Was wir versuchen wollen, ist, wir wollen verstehen, wie Elementsynthese funktioniert. Wenn Sonnen explodieren, entstehen Elemente, die wir im Körper haben zum Beispiel. Also wir bestehen alle aus Sternenstaub und das ist die Frage, die uns interessiert und der wollen wir auf den Grund gehen. An diesem Projekt sind neben verschiedenen Fachbereichen der Goethe-Universität noch zahlreiche weitere Partner beteiligt. Wir haben das besondere Vergnügen, in diesem Forschungszentrum HIG4FAIR neben der Goethe-Universität noch zwei Partneruniversitäten zu haben, die TU Darmstadt und die Gießener Universität, die mit uns hier verbunden sind. Und dazu kommt als Muttergesellschaft, wenn Sie so wollen, die Gesellschaft für Schwerionenforschung in der Nähe von Darmstadt, wo der Bund seit langem halt mit der Helmholtz-Gemeinschaft Grundlagenforschung analysiert. Also es ist ein Verbund in gewisser Weise, ein hessischer Verbund, an dem mehrere Institutionen beteiligt sind. Und vergessen habe ich jetzt noch, das FIAS, also das Frankfurt Institute for Advanced Study, ist ebenfalls sehr beteiligt. Experimentiert werden wird vor allem in Darmstadt, mit Hilfe der noch in der Entstehung begriffenen Beschleunigeranlage FAIR. Das Giersch Science Center in Frankfurt soll als Denklabor den Austausch der beteiligten Forscher ebenso ermöglichen, wie internationalen Partnern während ihres Aufenthalts in der Region ein Zuhause bieten. Insgesamt umfassen die zwei Gebäude des Wissenschaftszentrums auf einer Fläche von 8.500 Quadratmetern mehr als 85 Büros und Seminarräume. Das Modell ist relativ einfach. Die Stiftung baut mit den Mitteln, die das Ehepaar Giersch, also meine Frau und ich, vorher der Stiftung zur Verfügung gestellt haben, ein Gebäude und generiert damit Mittel, um sie wieder sozialen oder ähnlichen Zwecken auszugeben. Carlo Giersch hat übrigens schon angekündigt, auch persönlich gelegentlich in seinem Science Center vorbeischauen zu wollen, etwa um interessante Gespräche über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu führen. Oben im Faculty Lounge, was auch einmalig ist nebenbei, ist immer sehr angenehm, wenn man sich abends mal da hinbegibt und dann mit Wissenschaftlern redet, ob der Tag schön war oder nicht schön war, denn ich muss leider sagen, dass über das, was die Physiker, die Biologen, die Chemiker so sicher zu erzählen haben, bin ich als einfacher Kaufmann überfordert. Die Wissenschaftler am Giersch Science Center werden ihn wohl immer mit offenen Armen empfangen.